Nun ist es an der Zeit, das gemeinsame Bearbeiten einer Lightbox zu demonstrieren. Hierzu werde ich mit dem vorhin angelegten Kollegen Hans eine Lightbox gemeinsam bearbeiten. Damit auch Hans auf meine Lightbox Zugriff hat, muss ich ihm diese freigeben. Über die Schaltfläche Freigeben in der Lightbox habe ich Zugriff auf das Adressbuch. Im Adressbuch finden sich alle Kontakte. Alle Kontakte bedeutet dabei, ich sehe die Personen, die meiner Agentur zugeordnet sind, also meine Kollegen, und die Mitarbeiter meiner Kunden. Ich möchte jetzt erstmal mit meinem Kollegen Hans die Lightbox bearbeiten. Hierzu wähle ich ihn aus und klicke auf Add. Hans wurde jetzt zur Lightbox hinzugefügt. Ich erkenne das daran, dass in dem Chatfeld rechts, zu dem ich gleich komme, er als eingeladen auftaucht. Der rote Punkt davor bedeutet, dass Hans momentan noch offline ist. Auch hat sich das Icon meiner Lightbox verändert. Das grüne Symbol bedeutet, jemand ist eingeladen. Möchte ich Hans wieder entfernen, wähle ich ihn aus und klicke auf Entfernen. Nun ändert sich das Icon der Lightbox wieder und Hans verschwindet auf der Liste der Mitarbeiter. Aber wir möchten ja mit Hans bearbeiten. Nun füge ich ihn wieder hinzu. Sobald Hans die Lightbox betritt, ändert sich sein Status. Parallel an einem zweiten Rechner öffne ich nun die mir freigegebene Lightbox. Hans betritt die Lightbox. Sein Icon ändert sich zu grün und er bekommt eine Farbe zugewiesen. Im Chatfenster rechts können sich alle Bearbeiter der Lightbox unterhalten. So können Sie Nachrichten austauschen, wenn Sie mal nicht im gleichen Raum sitzen. Eine besondere Funktion ist die Möglichkeit, dass man im Chat auch ein Foto posten kann. Hierzu ziehe ich ein Foto aus der Lightbox auf die Briefklammer. Damit wird es im Chat gepostet. Das gleiche kann natürlich auch Hans machen. Beide können nun innerhalb der Lightbox Fotos verschieben. Verschiebt jemand anderes außer mir ein Foto, sehe ich das an der farbigen Markierung. Hierdurch ist das Foto gelockt und ich kann es nicht mehr anfassen. Ich kann das Foto, solange es von jemand anders gehalten wird, nicht verschieben. Hans kann jetzt munter Fotos hin und her schieben, bis wir eine schöne Sammlung haben. Natürlich kann Hans auch weitere Fotos hinzufügen. Diese tauchen dann unmittelbar in meiner Ansicht auf. Hans sucht jetzt parallel noch ein schönes Naturfoto und wird auch fündig. Das ist aber keine Natur, Hans. Aber wir lassen dann den Kunden entscheiden. Nun haben wir beide uns ausgetauscht und sind mit der Zusammenstellung der Lightbox zufrieden. Jetzt würden wir den Kunden hinzufügen. Ich gebe die Lightbox jetzt an meinen Kunden Herbert frei. Hans loggt sich nun aus und ich warte darauf, dass der Kunde sich anmeldet. Nun betritt Hans die Lightbox. Die Aufgabe des Kunden ist es nun, die Fotos, die ich ihm zusammengestellt habe, zu bewerten. Hierzu kann der Kunde über die Rating-Buttons, das Plus und das Minus unter einem Foto, die Fotos bewerten. Als Agenturmitarbeiter kann ich das nicht, ich kann nur die Bewertung sehen. Herbert gefällt das Foto, das enthält Natur,
Das gefällt ihm auch. Ihm gefällt aber nicht die Stadt. Bei der Tür ist er sich nicht entschlossen und lässt es so, wie es ist. Ich demonstriere gleich diese Funktion von der Kundenseite.